Lebendige europäische Geschichte. Straßburg ist ihr Herzstück. Es gelingt ihr mühelos, die vielen Besucher zu bezaubern. Sie genießt es sogar, eine Herzensangelegenheit zu sein. Das Liebfrauenmünster wird nicht müde, dabei zuzuschauen. Rosa Sandstein kleidet die liebe Frau, die 250 Jahre lang das höchste Gebäude der Christenheit war. So mancher bezeichnete die Dame als achtes Weltwunder. Heute ist sie nichts Geringeres als das Wahrzeichen des Elsass. Zu ihren Füßen erteilt sie Geschichtsunterricht, erzählt vom Wohlstand ihrer Bürger und dem Leben der florierenden Handelsstadt links des Rheins. Hochkonjunktur herrscht noch immer bei den vielen Straßenmalern rund ums Münster. Wenige Schritte entfernt der Gutenbergplatz. Wir treffen Mireille Oster, Straßburgerin mit Leib und Seele, mit einem Faible für die Anekdoten der Stadt. Insbesondere für die amorösen Verstrickungen, die sich zugetragen haben. Auch unseren Buchdrucker Herrn Gutenberg zog es einst hierher, wo er, wie es scheint, nicht nur mit Bahnbrechendem beschäftigt war. Gutenberg war ein Schlitzohr. Er hat sich in ein Mädchen verliebt und ihr die Ehe versprochen, aber sein Versprechen nicht gehalten. Das Straßburger Tribunal verurteilte ihn daraufhin zu einer Geldstrafe. Zumindest die muss den verschuldeten Drucker Gutenberg empfindlich getroffen haben. Eine Stadt, die genießt, allem voran die traditionsreiche Gastronomie. Mit ganz ausgefallenen Spezialitäten, wie diese kuriosen Markknochen. Die elsässische Küche kennt eben viel mehr als nur Flammkuchen. Wer nach so viel Schlemmerei hier noch durchpasst, hat Glück gehabt und darf weitermachen. Straßburg ließ auch ihn nicht los. Der junge Goethe kam zum Studieren, verliebte sich und brach das Herz der jungen Friederike. Ob er an sie dachte, wenn er aus seinem Fenster am alten Fischmarkt schaute? Auf Amors Pfaden zum Palais Rouen. Ein mystischer Ort, an dem sich Liebe, Politik und Leidenschaft zugetragen haben. Kardinal Rouen hatte sich in Marie Antoinette verliebt. Politische Gegner ließen ihn glauben, die Königin würde ihm ihre Gunst erweisen, wenn er ihr ein kostbares Halsband schenkt. Gefährliche Intrigen im Schatten der Revolution. Der getäuschte Kardinal musste gehen und starb jenseits des Rheins im badischen Ettenheim. Straßburgs Altstadt ist eine Insel, umschlungen von den Kanälen der Ill. Eine Fahrt mit dem Bateau Mouche gehört zum kurzweiligen Programm. Was früher nur mit Muskelkraft ging, funktioniert heute per Knopfdruck. Die verwinkelten Gassen des Gerberviertels waren die Heimat der Müller, Fischer und natürlich der Gerber. Unter spitzen Dächern trockneten sie heute und lagerten ihre Waren. Zweisprachige Straßenschilder erinnern an das ewige Hin und Her Straßburgs in der deutsch-französischen Geschichte. Ein Ort zum Träumen, wenn man denn mal alleine wäre. Hoffen darf man am frühen Morgen oder am späten Nachmittag. Wenn noch keiner da ist oder alle wieder weg sind, lässt es sich am Quai Türkheim unter der jahrhundertealten Platane beschattet in Frieden genießen. Jede Gasse, jedes Haus ist eine Zeitreise. Wie dieses erzählt es Geschichten aus der Vergangenheit, von Armut, Kriegen, Soldaten und Epidemien. Und von der Solidarität unverheirateter, frommer Frauen, deren Berufung und Los es war, in Gemeinschaft zu leben und sich der Bedürftigen anzunehmen. Im Norden der Altstadt führt uns Mireille zu einer Oase mitten in der Stadt, der evangelischen Kirche Saint-Pierre-le-Jeune. Ihre Orgel, erschaffen vom elsässischen Orgelbauer Johann Andreas Silbermann, ist weit über die Grenzen der Stadt bekannt. Dem Kreuzgang aus frühmittelalterlicher Zeit kam eine besondere Bedeutung zu.
C'est un jardin de simple, de plantes aromatiques. Hier war früher ein Gewürz- und Kräutergarten, in dem Mönche Kranke behandelten und Heilpflanzen anbauten. Nur die Rauke nicht, weil sie bekanntlich eine aphrodisierende Wirkung hat. Und natürlich wollte man die Mönche nicht zu sehr in Aufruhr versetzen oder sie auf dumme Gedanken bringen. Also wurde es ihnen verboten. Die Zeit gönnt sich eine kurze Pause. Dann geht es weiter. Übrigens, Mireille Oster schwärmt für Gewürze und Lebkuchen, die man in Straßburg nicht nur zu Weihnachten isst. Betörende Düfte aus Tausend und einer Nacht heißen uns in ihrem Laden willkommen. Ich hatte schon immer eine Leidenschaft für Gewürze, aber vor allem für das Reisen. Und was könnte mich weiter reisen lassen als die Gewürze? Ursprünglich kommen sie aus Asien. Auch deutsche Mönche brachten Gewürze nach Europa. Und natürlich war da noch die berühmte Hildegard von Bingen. Die Äbtissin nutzte die Kraft der Gewürze. Gewürzbrot wurde erst später zu einer Leckerei fürs Fest. Ursprünglich diente es zum Reinigen der Luft und wurde als Medizin verabreicht. Die Muskatblüte war ein bevorzugtes Gewürz von Hildegard von Bingen. Sie machte daraus ihr Brot der Freude, denn die Muskatblüte ist ein Gewürz, das erheiternd wirkt. Da heißt es mit großem Vergnügen zugreifen. Die Ill, Heimat der Biber und mysteriöser Wasserjungfrauen, wenn man Patrick Unterstock glauben darf. Ich wohne direkt an der Ill, am Ufer vom Ill entlang und in Muttersolz. Und seit ich ganz klein bin, gehe ich angeln im Fluss, bade ich im Fluss und habe ich meinen Beruf davon gemacht. Ich könnte nicht irgendwo anders leben. Mein Leben ist mit meinen Nixen am Wasser entlang. So. Und die singen mir vielmal ein schönes Lied. Es scheint, sie haben Patrick Unterstock, dem Kahnbauer, Flussschiffer und passionierten Naturfreund, alle Geheimnisse ihrer Heimat zugeflüstert. Die Ill überschwemmt sich im Ried zwischen November und April. Hat sie vielmal mehr als 2 Meter mehr als heute. Früher war das 250 Quadratkilometer zwischen Colmar und Straßburg. Auch wenn das Schwemmgebiet heute nicht mehr ganz so groß ist, so leben seine Bewohner weitestgehend unbehelligt, trotz Begradigung und Regulierung. Entlang der Ufer haben sie ihre Spuren hinterlassen. Auch der Biber, der sich tagsüber allerdings rar macht. Da drin findet man vielmal in diese Löcher also Muscheln. Das sind so kleine Muscheln, wo im Fluss sind. Und das sind die Bisamratter, die das aufmachen mit der vorderen Zähne. Machen sie diese Muscheln auf und fressen, was drin ist. Habe ich eine Muschel einmal aufgemacht, also habe ich eine schöne Perle gefunden. Die war sehr schön. Das war eine Nixeperle. Von Ostern bis Allerheiligen starrt Patrick Touristen durch das Ried. Im Winter baut er Flachkähne aus Kiefernholz, wie schon sein Vater und Großvater. Sein Traum? Ein Boot zu bauen, wie es im Mittelalter im Elsass zum Transport schwerer Lasten genutzt wurde. Dieses Kahn ist also ganz früher im Mittelalter benutzt worden, um zu Wein zu liefern. Diese Kähne nannte man zwischen Colmar und Straßburg Ilechnacher. Und die sind bis 18 Meter lang gewesen. 3 bis 4 Tage dauerte eine Fahrt zu den Handelsstädten entlang der Ill. Damals wie heute eine Herausforderung. Si jamais votre voisin, votre voisine vous embête, paf, donc aïe auf der Deckel. Safety first, auf Elsässisch. Voilà, et vous installez tout de suite aufs Kessel.
Patrick ist in seinem Element. 2 Stunden lang und 6 Kilometer weit brilliert er mit einer gekonnten Mischung aus harter Knochenarbeit, Geschichtsunterricht und Wortwitz. Den 16 Passagieren gefällt's. Sie freuen sich über ihren fantasiebegabten Reiseleiter, weil sie dank seines Geschicks nicht nass werden und weil rechts und links des Flusses das Naturparadies ganz ohne Eile vorbeizieht und wunderschöne Impressionen bereithält. Zwei Stunden auf dem Flachkahn, dann ist das Ziel erreicht. Ebersmünster, ein beschauliches Dorf, das von und mit dem Wasser lebt. Sein Wahrzeichen ist von Weitem sichtbar, die Zwiebeltürme der Abteikirche. Österreichisches Barock mitten im Elsass. Denn ihr berühmter Baumeister stammte aus der Alpenrepublik, aus dem Vorarlberg. Der Besuch der üppigen Pracht setzt der Kahnfahrt durchs elsässische Ried die Krone auf. Die Hochkönigsburg lag mehr als einmal in Schutt und Asche und hat es überdauert. Heute ist sie es, die ihre vielen Besucher erobert. 1899 ging die Burgruine als Geschenk der Stadt Celestat in den Besitz Kaiser Wilhelm II. Über. Denn damals hieß Celestat Schlettstadt und war Teil des Deutschen Reichs. Der kaiserliche Schlossherr war begeistert und erfüllte sich einen Wunsch. Die Hochkönigsburg sollte auferstehen im Stil einer Ritterburg des 15. Jahrhunderts. Der Wiederaufbau war Symbol kaiserlicher Macht. Für jeden Elsassreisenden ein lohnenswerter Blick auf die Geschichte. Zu Füßen der Burg erstreckt sich die elsässische Weinstraße mit Winzerdörfern, die sich wie am Schnürchen aneinanderreihen. Im nördlichen Teil der berühmten Route du Vin sind sie noch nicht ganz so überlaufen und laden mit herzlichem Charme ein, länger zu verweilen und einfach zu genießen. Unser Weg führt weiter durch die Rheinebene. Nach wenigen Kilometern, etwas abseits der Weinroute, gelangen wir nach Celestat, in jene Stadt, die ihre Burg dem deutschen Kaiser schenkte. Unter den Dächern der historischen Altstadt verbirgt sich ein ganz besonderer Schatz und darüber hinaus für uns ganz neue Erkenntnisse. Die ehemalige Kornhalle der Stadt ist Museum für eine bemerkenswerte Büchersammlung, die Humanistische Bibliothek, hervorgegangen aus einer Lateinschule. Einen Großteil der seltenen Werke verdankt sie dem Schlettstädter Gelehrten Beatus Rhenanus. Er vermachte seiner Heimatstadt seine 670 Bücher und Handschriften umfassende Privatsammlung. Heute ein UNESCO-Weltdokumentenerbe. Ein Juwel schon damals. Denn Bücher waren rar und nicht für jedermann zugänglich. Zwischen Ledereinbänden und Golddrucken ein unscheinbares Buch mit einer verblüffenden Notiz von anno 1521. 4 Schillinge waren dem Förster zu zahlen, damit er am 21. Dezember die Tannen bewacht. Tannen bewachen? Der Leser stutzt. Die Stadt aber nimmt das als Beweis. Gemeint ist der Weihnachtsbaum. Und der stammt somit aus Celestat. Wie es die Bürger wohl heute halten mit den Tannen? Auf alle Fälle geht es sehr beschaulich zu in Celestat. Man trifft sich gern zum Plausch, ist unter sich und genießt die mittägliche Ruhe. Auch bei Familie Storch keine außergewöhnlichen Vorkommnisse. Das Elsass mal ohne Schnörkel und mit weniger Geranien als andernorts. Eine Stadt mit schlichten Reizen. Aber vielleicht nimmt sie uns gerade deshalb so für sich ein. Eine ehrwürdige Kulisse, an der Carmen Marcoux jeden Tag vorbeiradelt. Das Grand Théâtre, erbaut 1780. Und hier in der Rue Sainte-Catherine kauft der Bordeleser ein.
Gut 230.000 potenzielle Käufer leben heute in der Stadt an der Gironde. Die neuntgrößte Stadt Frankreichs ist politisches und wirtschaftliches Zentrum der Region Aquitaine. Neben ihrer gut erhaltenen Altstadt sind es vor allem das angenehme Klima und die Nähe zum Meer, die den Reiz von Bordeaux ausmachen. Vorteile, die auch Carmen Marcoux zu schätzen weiß. Seit 30 Jahren lebt sie hier und weiß, wo man zum Beispiel das beste Brot der Stadt bekommt. Nämlich in der Boulangerie de Maître. In ihrer Lieblingsbäckerei wird das Brot im Holzofen gebacken und enthält nur Bio-Zutaten. Darauf schwört Jan de Maître seit 1976. Damit war er lange Zeit ein Exot seiner Zunft. Doch auch in Frankreich ist Bio inzwischen en vogue. Weiter geht's in den Süden der fahrradfreundlichen Altstadt, durch das Stadttor ins Quartier Saint-Michel. Rund um die gleichnamige Kirche leben viele Religionen und Nationen miteinander. Das bunte Bordeaux präsentiert sich auf dem Platz unter den Türmen von Saint-Michel. Dort ist jeden Tag Markt. Auf dem Bordeleser Markt werden viele Sprachen gesprochen. Die Ansammlung von Ständen ist eine farbenfrohe, wuselige Mischung aus arabischem Bazar und aquitanischem Wochenmarkt. Auch wer nichts kaufen möchte, sollte hineinschnuppern und in Form von Geräuschen und Gerüchen Bekanntschaft mit den geschäftigen Seiten des Multikulti Bordeaux machen. Der lebendige Markt ist einer der Lieblingsplätze von Carmen Marcoux. Laut war's eben. Jetzt tut etwas Ruhe gut. Im Jardin Public, der grünen Oase am nördlichen Rand der Innenstadt. Der Verkehr und das urbane Treiben werden kurzerhand ausgesperrt. Inspiriert von den Gärten von Versailles legten ihn die Bordeläser 1746 an. Mitte des 19. Jahrhunderts erschien die königliche Pracht nicht mehr angemessen. Der Park wurde schlichter gestaltet und beherbergt seither in der Orangerie das Museum für Naturgeschichte. Carmen Marcoux wollte im Musée d'Art Contemporain eigentlich zeitgenössische Kunst betrachten. Doch heute ist hier Weinmesse. Wer durch Bordeaux geht oder eben radelt, trifft früher oder später auf ihn, den Bordeaux. Weinmesse im Kunstmuseum. Nun sind Nase und Gaumen gefragt. Carmen Marcoux taucht ein in die Welt der Médocs und der Grafs, der Crus und Châteaus. Das kann man übrigens auch als Urlauber. Fast jeden Monat finden solche Messen statt. Bei so vielen namhaften Tropfen hätte sie fast ihre Verabredung mit einer Freundin vergessen. 17:30 am Quai. Am Quai Louis de Suite, der Fußgänger-, Radfahrer-, Roller- und Skatermeile am Ufer der Garonne. War die Uferpromenade früher eine eher schmucklose Verbindung von der Innenstadt zum Hafen, so hat sie sich inzwischen zur Flaniermeile gemausert. Von den Cafés und Bars aus hat man den schönsten Blick auf die Garonne. Es gibt vielerlei abendliche Freizeitbeschäftigungen. Manche geht gerne ins Kino, andere besuchen ein Gotteshaus. Carmen Marcoux zeigt uns, dass man hier beides miteinander verbinden kann. Die ehemalige Kirche Saint-Simeon aus dem 12. Jahrhundert heißt jetzt Utopia und ist seit 1971 ein Lichtspieltheater, wenn auch ein etwas ungewöhnliches. Ungewöhnlich war auch die Geschichte dieses Gotteshauses. In der Französischen Revolution wird die Kirche aufgegeben. Sie dient als Lagerraum und Waisenhaus. Dann der Abstieg zur Garage. Nun also ist die Kirche ein Kino. Und was für eins. Städte haben bei Nacht ihren ganz eigenen Zauber, auch Bordeaux. Die Fontaine am Monument des Girondins zieht die Blicke auf sich und die Liebespaare geradezu magisch an. Alle Brücken und alle Stadttore sind in buntes Licht getaucht. Auch das Grand Théâtre zeigt sich dann von seiner schönsten Seite. Dieser lauschige Garten gehört zum Sommerhäuschen von Carmen Marcoux in La Canot-Plage am Atlantik. Bevor wir uns in die Arbeitswoche stürzen, noch mal ein bisschen was von La Canot sehen. Ja. Schon toll.
Lacanau-Plage ist so etwas wie Klein-Bordeaux am Meer. Viele Städter haben hier ihre Wochenendhäuschen. Einige kann man auch mieten. Von hier aus sind es nur ein paar Schritte zum Meer. Und ein Besuch am Strand gehört auch für Carmen Marcou zum Wochenendvergnügen einfach dazu. Normalerweise hat Lacanau-Plage, übrigens erst Anfang des letzten Jahrhunderts gegründet, ganze 4.100 Einwohner. In den Sommermonaten müssen sie sich diesen Strand mit bis zu 100.000 Gästen teilen. Wen wundert's, bei 2.300 Sonnenstunden im Jahr. Ideales Badewetter ist also garantiert. Nicht nur zum Baden ist hier der Atlantik bestens geeignet. Lacanau gilt wegen der günstigen Winde auch als Mekka für Surfer und Wellenreiter. Ideal für Familien und deren Nachwuchs. Die lokalen Surfschulen bieten auch Kurse für Kinder an. Unter dem gestrengen Blick von Bernard genießen die Kids die hohe Schule des Wellenreitens. Das sieht doch schon richtig gut aus. Wer den richtigen Kick sucht, muss nach Saint-Point kommen. Das Dörfchen an der Dordogne ist Treffpunkt für alle, die das Besondere wollen. Flüsse fließen für gewöhnlich vom Landesinneren in Richtung Meer. Hier passiert genau das Gegenteil. Bei Flut wird das Wasser der breiten Gironde-Mündung in das enge Flussbett zurückgedrängt. Es entsteht eine mächtige Gezeitenwelle, Mascaret genannt, die landeinwärts zieht bis zu 120 Kilometer flussaufwärts. Dieses Spektakel ist nur zu ganz bestimmten Zeiten zu erleben. Am besten anrufen im Rathaus und nach dem Mascaret-Fahrplan fragen. Man findet ihn auch im Internet. Etwas weiter westlich in Sadirac sind die Sinne gefragt. Anfassen, schmecken, riechen. Hier hat man sich den vergessenen Kräutern und Gemüsen verschrieben. Bei einem Rundgang durch den Kräutergarten gibt es den einen oder anderen Tipp von Isabelle Lagarde. So zieht man die Brennnesseln aus der Erde. Dann tut's auch nicht weh. Man muss aufpassen, dass man die Blätter nicht berührt. Andere Blätter, erzählt Isabelle, pieksen nicht und sind obendrein äußerst schmackhaft. Die Blätter der Amaranthpflanze isst man gekocht, wie Spinat. Die Blüten produzieren tausende kleiner Körner, aus denen man Mehl machen kann. Es gibt diese Körner in ganz verschiedenen Farben. Ein weithin sichtbarer Anziehungspunkt, die Düne von Pilar. Nach ordentlicher Kletterarbeit belohnt die Aussicht über die schier endlosen Pinienwälder, über die Bucht von Arcachon und auf den Atlantik. Mancher nutzt die 2700 Meter lange und 500 Meter breite Düne als erhöhten Strand oder als Aussichtsplattform mit Meeresblick. Über 1 Million Menschen kraxeln Jahr für Jahr auf Europas größte Düne. Ihre Höhe schwankt zwischen 100 und 120 Metern. Wind und Stürme verwehen den feinen Sand und verändern das Aussehen der Düne beinahe jeden Tag. Die monolithische Kirche von Saint-Emilion, die größte in Europa. Sie ist direkt aus einem Kalksteinfelsen geschlagen worden. Wohin man in Saint-Emilion auch blickt oder geht, der Wein ist allgegenwärtig. Wer nicht Tourist ist, ist entweder Winzer oder Weinhändler. Auf jeden Einwohner des Städtchens kommen wohl einige hundert Flaschen Wein. Die berühmtesten Chateau gibt's hier beinahe an jeder Straßenecke. Zu schwindelerregenden Preisen. Eine Flasche edlen Petrusweines kann mehrere tausend Euro kosten. Um Saint-Emilion gibt es kaum einen Flecken Erde, auf dem keine Reben wachsen. Wein ist das Lebenselixier des Städtchens. Über 800 Winzer arbeiten rund ums Jahr für den Ruf von Saint-Emilion.
250.000 Hektoliter des edlen Rebensaftes finden ihren Weg zu Liebhabern in aller Welt. Aufwärmtraining am Vorabend. Traubensäfte und kohlehydratreiche Kost für ein in vielerlei Hinsicht ungewöhnliches Sportereignis. Alle sind berauscht von Grand Cru und nicht enden wollenden Evergreens. Hier ist Musik drin, laufend. Tradition am Tag vor dem Tag. Der Soirée des Mille Pattes, der Abend der tausend Nudeln. Die Gastgeber vom Château du Cru Beaucaillou lassen sich nicht lumpen. Nudeln, soweit der Magen reicht, und Wein, alles geht aufs Haus. Diese Sportler haben den Ess- und Trinkmarathon schon erfolgreich bestritten, wie man hört. Zu mitternächtlicher Stunde hat sich der Schlossherr für seine Gäste noch etwas Besonderes einfallen lassen. Kurz vor 12 brennt Bruno Bory noch ein Feuerwerk ab. Und dann beginnt er, der selbsterklärte längste Marathon der Welt. Vertreter aller Epochen der Menschheitsgeschichte laufen mit, mehr oder weniger nüchtern. Vergessen Sie einfach alles, was Sie bisher über Marathon wussten. Dieser hier ist schon vor dem Start in Pauillac ganz anders. Eine unerhört fröhliche, bunte Mischung aus sportlicher Ambition und karnevalistischer Ausgelassenheit. Eines haben die 8000 Teilnehmer vor Augen. Sie sollen 42 Kilometer und 195 Meter laufen oder sonst irgendwie vorwärts kommen. Drei Weinbergslängen hinter dem Start erinnert der Marathon du Médoc eher an den Mainzer Rosenmontagszug. Dabei nehmen es ja einige durchaus ernst. Erste Verpflegung, Château Margaux, morgens 9:30 im Médoc. Es ist heiß, der Rotwein wartet schon. Unter den fröhlichen Läufern hat sich herumgesprochen, die große Runde läuft sich noch mal so gut mit 12,5 Umdrehungen im Plastikbecher. Solche Stilbrüche übersieht der Weinkundige geflissentlich. Die spinnen, die Marathonläufer. Idefix findet's richtig gut. Derart gestärkt sind die restlichen Kilometer ein Klacks. Die Aussicht ist auch nicht zu verachten. An allen berühmten Chateaux des Médoc rauschen die mehr oder weniger Berauschten vorbei. Mouton, Lafitte, Margaux. Nach ziemlich genau 2 Stunden und 28 Minuten hat der Erste die Rotweinklippen des Médoc erfolgreich umlaufen. Zwar keine Grand Cru probiert, dafür aber einen echten Marathon gewonnen. Die Tour rund um den Lac du Bourget beginnt in Chambéry, der historischen Hauptstadt Savoyens. Das Wahrzeichen Chambérys ist die Fontaine des Elephants. Die vier wasserspeienden Elefanten thronen hier seit 1838. Die Einkaufsstraße der Hauptstadt des Departements Savoie ist Fußgängerzone und beliebter Treffpunkt. Die Allee Chambrienne verbinden Straßen miteinander. Einige von ihnen muss man suchen, etwa hinter Hauseingängen und Toreinfahrten. Schon die Römer wussten die Vorzüge der Region zu schätzen. Sie errichteten das Campus Bär, das Lager in der Höhe. Eine eher gastronomische Erklärung für die Namensgebung der Stadt. Chambérous werden in dieser Gegend die Flusskrebse genannt. Die eigentliche Stadtgeschichte von Chambéry beginnt im Jahre 1232, als sich hier die Grafen von Savoy niederließen und später ihr Schloss bauten. Im Innern der Schlosskirche sollte man genau hinsehen. Die vermeintlichen Deckenornamente sind beeindruckend, aber nicht echt. Aus Geldmangel wurden sie aufgemalt. Ein wenig versteckt hinter den vielen bunten Ständen die Markthalle. Na gut, das Äußere lassen wir mal außen vor und blicken nach innen. Was wäre ein Besuch in Savoyen, ohne einen der berühmten Käse zu probieren? Von dem Beaufort bitte. Welche möchten Sie? Den aus dem Sommer? Ja, genau den. Angesichts einer solchen Auswahl kann einem schon das Wasser im Munde zusammenlaufen.
Savoyen ist übrigens die Region Frankreichs, in der der meiste Käse produziert wird. Wir verlassen Chambéry und stechen in See. Die Fahrt geht zunächst in Richtung Aix-les-Bains, dem ebenso berühmten wie mondänen Kurbad. Der Lac du Bourget ist der größte natürliche See Frankreichs. Dennoch, viele Reisende, die am Ufer entlang fahren, verwechseln ihn mit dem Lac d'Annecy, sehr zum Ärger der Einheimischen. 1139 entdeckten die Mönche von Citeaux die Schönheit der Uferlandschaft am Lac du Bourget. Sie ließen sich hier nieder und gründeten ein Kloster, die Abbaye d'Hautecombe. Deren Einfluss wuchs beständig, sogar zwei Päpste stammten von hier. Aix-les-Bains ist das wohl berühmteste Kurbad Frankreichs. Der Bogen des Campanus ist steinerner Zeuge der Präsenz der Römer. Die erkannten die heilende Wirkung des Wassers und gründeten um 100 vor Christus ein Thermalbad. Aix stammt vom lateinischen Wort aquae, Wasser. Die Stadt hat den Schick der Gründerzeit bewahrt. Wer hierhin zur Kur reist, gehört schon zur Haute Volée, der Heilungsbedürftigen. Die ganz und gar nicht Mittellosen treffen sich abends hier, im Casino, das 1849 eröffnet wurde. Am Ende des 19. Jahrhunderts wurde das Innere aufwendig umgebaut und renoviert. Die Kuppel besteht aus 500.000 kleinen purpurnen Glaswürfeln, ein Meisterwerk des venezianischen Mosaikkünstlers Salviati. Ein unglücklicher Spieler versuchte hier einst seiner Spielleidenschaft und seinem Leben ein Ende zu setzen, allerdings vergeblich. Der Lac du Bourget ist vom Norden durch einen Kanal mit der Rhone verbunden. Einst eine wichtige Verbindung für die Schifffahrt ist der Canal de Savière, heute vor allem von touristischer Bedeutung. Diese beinahe verwunschene Gegend war bis 1860 Grenzland zwischen Frankreich und Italien. Das ist Pierre Béard. Er ist Chef de Cuisine der Auberge de Savière in Chanat. Hier ist man spezialisiert auf den frischen Fisch, der nur wenige Kilometer entfernt im Lac du Bourget gefangen wird. Pierre Béard bereitet Barsch nach Art des Hauses zu. Zum Fisch wird eine Soße gereicht, die Monsieur Béard aus passierten Flusskrebsen zubereitet. Diese wird mit einer Butterzwiebelschwitze vermengt. Na, dann Bon Appetit! Dominique Barudiot ist Sommelier und Genießer. Er probiert Rotwein zum Fisch. Die Mondeuse ist eine typische Rotweintraube Savoyens, die übrigens nur hier wächst. Das eherne Gesetz, wonach man zum Fisch stets Weißwein trinkt, wird so auf eindrucksvolle Weise widerlegt. Auch die Altstadt von Annecy liegt am Wasser. Genauer gesagt fließt hier der Thieu. Die Einwohner zähmten das einst wilde Gewässer und bauten ihre Häuser an den Kanälen. Den wichtigsten Kampf gewannen die Annecyens in der Neuzeit gegen die Politik. 1972 noch sollten viele der Gebäude Neubauten weichen. Dazu kam es dank der engagierten Bevölkerung nicht. Und so steht das Palais de Lille auch heute noch. In der Altstadt lässt es sich bestens flanieren. Das savoyardische Einkaufsambiente mit italienischer Architekturnote. Vom Schlosshof hat man eine der schönsten Aussichten auf den Lac d'Annecy. 14 Kilometer lang, 3,5 Kilometer breit ist der See. Da lohnt sich eine Schiffstour. Die Compagnie des Bateaux du Lac d'Annecy kreuzt vom Frühjahr bis zum Herbst täglich viele Male auf dem kleinen Alpenmeer. Einmal in See stechen mit dem ganz großen Boot. Für rund 10 Euro ein durchaus erschwingliches Vergnügen. In der Glockengießerei Pacard in Sévrier steht ein anderes Element im Mittelpunkt. Einmal in der Woche spielen die Mitarbeiter mit dem Feuer. Und das schon über 20.000 Mal seit 1796.
Da goss Antoine Paccard, damals auch Bürgermeister des Ortes, mit seinen Mannen erstmals eine Glocke. Anno 1891 wurde in der Fonderie Paccard die größte Glocke Frankreichs gegossen. Sie wiegt stolze 18.835 Kilo und erklingt in der Kathedrale von Sacré-Cœur auf dem Pariser Montmartre. Heute sorgt Pierre Paccard in der 7. Generation für den guten Ton. Die Herren von Montan errichteten im 11. Jahrhundert am Ostufer des Lac d'Annecy ihr Schloss. Noch heute wohnen hier die Nachfahren. An einigen Wochenenden verwandelt sich das Château de Montan in eine Theaterkulisse. In historischen Kostümen begeben sich Schauspieler auf die Spuren des heiligen Bernard von Montan. Das Massif de Bourges im Süden von Annecy ist wenig bekannt. Ein Geheimtipp also, vor allem für diejenigen, die Ruhe und Entspannung suchen. Man muss wahrlich kein Bergsteiger sein, um die Bourges zu erwandern. Ein bisschen Kondition genügt. Die Wege sind gut ausgebaut. Schon nach wenigen Kilometern eine Belohnung fürs Auge. Ein herrlicher Blick auf die Bergwelt. Marie und Benoit erkunden diese auf etwas andere Art. Letzte Handgriffe für das sportliche Spazierengehen durch die wilde Natur. Die Ausrüstung verrät es. Canyoning ist alles andere als ein lockerer Spaziergang. Wasserfeste Kleidung, Helm und Seile gehören unbedingt dazu, bevor man sich auf dieses Abenteuer einlässt. Marie und Benoit sind erfahren und kennen die Gegend wie ihre Westentasche. Diese Übung bitte nicht nachmachen. Canyoning, eine spektakuläre Mischung aus Action, Bergsteigen und Schwimmen. Allerdings nicht ganz ungefährlich. Sie erfordert gute Orts- und Wetterkenntnisse. Nicht jeder Gebirgsbach eignet sich. Allzu oft schätzen vor allem Neulinge die Risiken und Gefahren falsch ein. Nicht überall sind die Gewässer so ruhig wie hier. Auch wenn diese Art von Wanderung ein besonderer Kick ist, es gilt, niemals ohne geeignete Ausrüstung auf Canyoning-Tour gehen. Und schon gar nicht ohne erfahrene und ortskundige Begleiter, wie Marie und Benoit. Ein einmaliges Panorama, der Lohn für die Kletterei. Die Wandergruppe nähert sich dem Col de Chérel. Die Bourges sind so etwas wie das Naherholungsgebiet der Savoyard. Nur wenige Kilometer vor den Toren von Chambéry, Aix und Annecy. Trotz der günstigen Lage ist das Bergmassiv zu keiner Jahreszeit überlaufen und bietet dem Urlauber eine Vielzahl von gut ausgeschilderten Wanderwegen. Eben hatte noch die Sonne geschienen, nun ziehen erste Wolken auf. Bei Wanderungen im Gebirge sollte man Kleidung für jede Witterung dabei haben. Manchmal ändert sich das Wetter blitzschnell. Wir haben Glück gehabt, das heraufziehende Gewitter wartet, bis alle im Tal sind. Im Südwesten von Albertville, der Olympiastadt von 1992, liegt das Beaufortin, ein hervorragendes Skigebiet und die Heimat eines berühmten Käses. Die Kooperative Laitière in Beaufort. Gerade ist die Milch angekommen, die nun zu frischem Käse verarbeitet wird. Auch wenn hier reichlich Technik im Einsatz ist, die Herstellung des Beaufort erfordert Handarbeit. Die Milch wird zunächst in großen Kupferkesseln auf exakt 33 Grad erhitzt und dann gerührt. 4000 Liter fasst ein Kessel. Das ergibt etwa 400 Kilo Käse. Dann wird das Lab hinzugegeben. Es bringt die Milch zum Gerinnen.
Noch einmal eine Viertelstunde rühren, dann ist die Milch fest genug und wird zum Käse geformt. Auf 54 Grad erhitzt, gibt der Teig überschüssige Molke frei. Diesem Mini-Backvorgang verdankt der Beaufort seine lange Haltbarkeit. 2 Stunden später ist der Käse fertig, fast. In große Formen gefüllt wird er gepresst und mehrmals gewendet. Der Beaufort wird gewogen, in Salzbad getaucht und landet schließlich hier. In den Gewölben reift der Käse etwa 7 Monate lang. Immer wieder wird die Rinde gesalzen und gewaschen. Das gibt dem Beaufort seinen typisch würzigen Geschmack. 2-mal in der Woche werden die Käseräder gewendet. Von Hand. Oder mit diesem automatischen Helfer. Sein Name Robofort. Er hat viel zu tun. In den Kellern lagern nicht weniger als 14.500 Käse. Nun wissen wir, wie der Beaufort hergestellt wird. Und wie schmeckt er? Aha, also auch hier hat der Beaufort schnell neue Freunde gefunden. Die Kooperative Laitière kann man übrigens besichtigen, täglich außer sonntags. Monsieur de la Jarte weiß seine Aussicht zu schätzen. Von der Ferme de Vanille blickt er über eine überaus typische Berglandschaft Savoyens. Und die Chalets. Auch heute werden sie noch ganz aus Holz gebaut. Keine Reise nach Savoyen ohne die Spezialität der Region, Fondue. Alain de la Charte bereitet uns diesen Klassiker zu. Eine Schale wird zunächst mit Knoblauch ausgerieben. Dann folgt der geriebene Käse. Der wird mit Muskatnuss gewürzt. Die Roussette de Savoie ist ein trockener, frischer Weißwein, jung zu trinken. Hier dient er als Kochwein. In die Schale gibt Alain de la Charte nun ein Glas Roussette. Gepfeffert und leicht gesalzen kommt das Fondue in den Backofen. Auch der Aperitif, typisch savoyardisch. Der Genépi, der Kräuterlikör. Zum Fondue isst man die köstlichen Saucissons sec, geräucherter Schinken und Brot. Dominique de la Charte genießt dieses kinderleicht zubereitende, typisch savoyardische Gericht. Bon Appetit! Am nächsten Morgen sind die Berggipfel des Col des Aravis noch schneebedeckt. An dieser Kapelle zieht in fast jedem Jahr die Tour de France vorbei. Die eiligen Radprofis haben wahrscheinlich keinen Blick für die Kleinode am Rande der Strecke oder die Bergwelt. Musik.